Woher kommt die Flaute? Tja, sinkende Rohstoffpreise führen dazu, dass die Betreiber wenig geneigt sind, in ihre Gewinnungsstätten zu investieren. Jeder freut sich momentan zum Beispiel über niedrige Rohölpreise, genau. Benzinpreis. Ja, für den Verbraucher sehr apart, aber für viele andere Wirtschaftszweige kann das dann schon tragische Züge annehmen. Und ähnlich wie im Erdölbereich haben wir das also bei vielen Rohstoffen auch, dass die Preise momentan einfach weltweit unten sind. Die Betreiber, die großen weltweit tätigen Minenkonzerne unterbieten sich gegenseitig in einem Verdrängungswettbewerb und reizen das momentan ganz einfach aus, um auch vielleicht dann da eine gewisse Bereinigung bei den Betreibern zu bekommen. Ja, aber das heißt, es wird zurzeit sehr wenig investiert.